Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 28.06.2020. Es ist Sonntag. Wir waren gerade essen mit meinen Großeltern und meinem Onkel. Es ist noch nicht Abend. Es ist gerade kurz vor 14 Uhr. Aber heute wird nicht mehr viel passieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mein Video gleich auf, weil ich gerade noch geschminkt bin und meine Haut nicht so schlimm aussieht. Zumindest auf der Kamera. Ich habe heute bis 7 geschlafen, weil ich es noch gewöhnt bin, im Spital geweckt zu werden. Und deswegen habe ich nicht lange geschlafen. Aber es geht und ich bin auch gar nicht so müde, was mich irgendwie wundert. Stimmungsmäßig geht mir nicht so gut, weil ich noch immer Nierenschmerzen habe und irgendwie ein bisschen traurig bin. Aber ich kann nicht genau sagen, warum. Es war eigentlich nichts. Und das Essen war auch lecker. Und ich bin froh, dass ich mitgefahren bin. Auch wenn meine Tante Andrea nicht dabei war, leider. Die hat seit 2 Tagen mit dem Kreislauf. Die hätte ich gern gesehen, aber ja, kann man nichts machen. Sonst gibt es nicht viel Neues. Wie gesagt, heute früh aufgestanden und dann essen gewesen und jetzt sitze ich vor dem Computer mit einem Kaffee. Und warte, dass meine Eltern nach Hause kommen. Also es wird noch eine halbe Stunde dauern. Sonst gibt es wirklich nicht viel. Ich habe heute in der Früh ein paar Videos geguckt und überlegt, was ich so demnächst machen möchte und meine Buchhaltung gemacht und ja, also Kostenaufstellung und Einnahmen, und das mache ich jedes Monatsende fürs nächste Monat, und jetzt sind wir nur noch, ich glaube, bis 30. oder 31. ich weiß nicht. Nur noch wenig Tage, aber deswegen habe ich das gemacht. Und sonst fällt mir eh nichts ein, was ich erzählen kann. Ich bin noch ziemlich geschwächt vom Antibiotika und habe auch extreme Rückenschmerzen, weil ich jetzt 2 Stunden im normalen Rollstuhl gesessen bin. Und mir tun auch die Hände weh von den Lymphons. Die Hand ist auch etwas geschwollen, weil sich das Lymphon, also die Endstichstelle, hat sich entzündet. Ich war heute Morgen duschen. Ich sehe in der Kamera so glatzig aus, weil ich fast schon wieder 1,5 cm Nachwuchs habe von meinen blonden Haaren. Und das sieht so arg aus, weil da schon die blonden Haare anfangen und da ist die Farbe. Aber ich werde jetzt länger nicht färben, weil mir, glaube ich,
Die Hälfte meiner Haare ausgegangen sind nach dem Färben. Wir haben es nicht zu lange draufgelassen und es war von der Friseurin gemacht. Aber ich reagiere stark auf den Wasserstoff. Und deswegen sind mir extrem viele Haare ausgefallen und fallen noch immer aus. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gelassen. Weil jetzt sind meine Haare richtig dünn. Weil so viele ausgefallen sind. Und die müssen sich jetzt erstmal wieder erholen. Wir können nur mit der gekauften Farbe drüber färben. Da hinten steht. Da. Da. Weil die vertrage ich. Die hat nicht so viel Wasserstoff. Und sonst. Liebe Andrea, falls du das siehst, liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob sie meine Videos guckt. Sonst war es das für heute. Melde mich wieder, wenn mir was Spannendes passiert oder sonst irgendwas Neues gibt. Danke fürs Reinschauen von euch. Hab euch lieb. Ciao. Eure Ines.